Und hat von dem Härtetest gesprochen, den er sich gewünscht hat. Und Dinge sehen, das hat er uns gesagt. Er will sehen, dass die Mannschaft in der Deckung, er will sehen, dass sie variabel im Angriff sind. Und die Franzosen hören, wenn wir hier Guillaume Gilles sehen. Und hier gerade der Johannes Lücker an meiner Seite angekommen ist, hat in Paris vom Handballthron abtreten wird, will das natürlich vergolden. Und dann wären sie vier und Hornke auf rechts außen im Tor mit Andreas Wolf. Uschins in diesem Spiel. Und auch der war drin. Er hat Zuversicht ausgestrahlt, dass er fit wird, aber die nächsten Spiele in der Vorbereitung wird er voraussichtlich ausfallen. Und man wird alles daran setzen, dass er im ersten, zweiten oder dritten Spiel dann in Paris auch aktiv ist. Johannes Doller, der Kapitän, mit breitem Kreuz und groß. Auch Auszeiten geben können und der Mannschaft helfen können. Herrliches Anspiel an den Kreis, aber auch erste gute Parade von Vincent Gérard. Also gleich von Beginn ein intensiv geführtes Spiel hier, also von einem Freund. Gerade für ihre Nation. Und jetzt müssen diese 14 sich hier heute einspielen. Natürlich bekommen sie auch vom Rest noch ein bisschen Unterstützung, aber der Bundestrainer will das jetzt sehen, dass die 14 funktionieren. Und funktionieren tut auch Andreas Wolf. Erste Parade. Hat er den noch, der Hornke? Nein, Tick zu lang. Für Tim Hornke. Selbst für ihn. Selbst für ihn. Schneller Mann vom SC Magdeburg. Besser in den Griff zu bekommen. Ja. Und er bleibt einfach stehen. Und Gegenstoß. Aber da steht auch eine coole Socke. Fasst sich an den Kopf. Vincent Gérard, der belästern irgendwann in Kiel ablösen wird. Hornke, jawohl, macht es. Ja, auch spannend, ne? Direkt. Entscheidung, wer nicht mitkommen konnte, ein Rechtsaußen ist dabei. Passt der diesmal auf Hornke? Jawohl. Oh, alles gut gegangen, alles gut gegangen. Und super zugeschoben, richtig geil zurückgearbeitet, klasse. Dem Mann aus Magdeburg und ihm natürlich auch, der Strott, so viel Selbstvertrauen. Und jetzt Juri Knorr mit seiner Stärke. Aber jetzt auch der erste Treffer von Nikola Karabatic. Karabatic, den Bruder von Nikola. Toller Pass raus von Knorr, aber oh, war wohl im Aus. Ja, super Gegenstoß. Ja, super Gegenstoß. Zum wiederholten Mal können die Franzosen dann nur mit 7 Meter überhaupt einen Stopp reinknallen. Und wieder ist der Sieger der Mann vom SC Magdeburg, hat ja eine tolle Saison gespielt, kommt mit einem richtig braven Position, aber Hornke hat sich das dann auch wirklich nach all den Jahren mal verdient. Fünfter Treffer für die Franzosen, die Deutschen machen Tempo mit. Ja, die Franzosen haben ein kleines Paraden-Plus jetzt nach einer guten Anfangsphase von Andy Wolf. Lukas Mertens, die Flügelzange aus Magdeburg, sticht hier. Diesem kleinen Kader, der bei den Olympischen Spielen nur erlaubt ist. Das ist eine unglaubliche Herausforderung, das ist schon knallhart. Und das so zu Beginn einer Saison. Köster mit dem zweiten, zu ungenauen Wurf, aber Hornke setzt rechtzeitig nach, war wach,
nutzt die. Die letzten 1,5 bis 2 Jahre war sowas von raketenartig nach oben. Und wie er sich auch in der Bundesliga jetzt etabliert hat. Wow! Da war schon in einer Ecke. Ja. Und dass er da jetzt in die Rolle der Nummer 1 kommt. Und ich freue mich, dass so ein geiler Spieler, geiler Torwart wieder zurückkommt. Definitiv. Apropos geiler Spieler, geiles Tor. Super rausgespielt. Die Außen mitnehmen. Die Forderung vom Bundestrainer sehr gut umgesetzt. Super. In einer tollen Atmosphäre, über 10.000 Zuschauer, ausverkauftes Haus. Und seine Miene doch schon etwas bedenklich mit dem 10. deutschen Treffer. Kreis ab. Jetzt muss es schnell gehen. Kohlbacher. Der weiterhin draußen ist. Auch das Angriffsspiel der Deutschen für mich bisher sehr überzeugend. Mit einem Juri Knorr, der gut Regie führt. Und einem Julian Köster, der im Abschluss nicht so glücklich ist bisher. Ja, 3 Rückraumwürfe jetzt schon gehalten von Gerard. Zweiten Liga in Frankreich. Also warst du überhaupt überrascht? Ja, wäre ein Thema, was ich noch angesprochen hätte. Also ich fand es brutal überraschend, wie klar auch Gilles und Gilles sich hier positioniert hat im Tor. Hätte ich nicht erwartet. Bisschen lockerer spielt hier. Ja. Gerard den Vorzug bekommen. Und auch da müsste irgendwo Dikamem sitzen, verletzt. Technischer Fehler. Und die Chance für die Franzosen hier zu verkürzen. Dritte Liga in Saarlouis gespielt. Wow. Super weiter gespielt. Erst von Witzke, dann von Grigic. Und verwandelt von Mertens. Wahrscheinlich das Selbstvertrauen gleich eingeimpft bekommen. Der hat gesagt, ich will nicht weniger als Olympiasieger werden. Ja, da hat er die Zettel von Andi gelesen, die da überall rumliegen wahrscheinlich. Und der Wolf. Der Und wie du gesagt hast, es geht jetzt hier darum, einfach ein bisschen Ruhe reinzubekommen, auch für die Aufgaben. Die müssen sich erstmal wiederfinden. Aber auch die Franzosen. Jetzt wird munter durchgewechselt und Heimann ist ebenfalls drauf. Knorr in der Schaltzentrale mit einem guten Pass auf Semper. Und in Pfosten raus von Honke. Ja, so eine Nominierung ist ja untersucht. Alfred Gislason sich so ein bisschen diese Teile dann zusammen. Und da ist Häfner dann jetzt einfach mit den 2, 3 Jahren auf dem Buckel, die er schon hat, einfach im Moment rausgefallen. Pondy mit dem, die Franzosen ja großer Favorit, zusammen mit Dänemark auf Gold. Tolles Anspiel an den Kreis. Da war mal wieder diese Genialität zu sehen, die immer wieder aufblitzt. Und er heute nicht mit Pondy, Mahé und Emmerich Mien. Oh ja, schöne Finte. Ausgewackelt, ja. Das ist schon diese individuelle Klasse, die sie haben. Ist ja eines der erfahrensten Teams, aber sie schieben nach. Anlauf ist eigentlich gar nicht so sein Ding. Deswegen habe ich auch schon ein bisschen zum Anspiel geschaut. Der Arm ist oben. Abschluss gefordert. Semper. Antritte von Mien. Die wirst du nicht immer verhindern können, aber da muss ein bisschen mehr Gemeinsamkeit rein. Ui. Ein tolles Tor von Luka Karabatic, wie er sich da rumdreht und den noch reinzwirbelt. Luka Karabatic, 4 Jahre jünger als sein Bruder Nikola. Semper, der will es jetzt wissen. Dapziger Connection. Tief. Aber es hat schon häufiger gegeben, ja, dass wir gegen die Franzosen gut mitgehalten haben. Aber als sie dann ernst gemacht haben, dann ging es auch am Ende doch nach hinten los. Semper, der hat jetzt das Selbstvertrauen gepachtet und zieht ab und trifft.
hat Grund zum Feiern, auch wenn er da, glaube ich, nicht dran war, gegen Dicker. Und wieder mal Kohlbacher. Aber und er macht es. 20 Jahre jung, erstes Länderspiel. Voll konzentriert, angespannt, wie immer. An der Seitenlinie, kann zufrieden sein, die Franzosen. Was? Auch wenn nicht immer alles gelingt, aber er traut sich was und darauf kommt es an. Semper, dritter Treffer. Das war nochmal die Antwort der Franzosen kurz vor der Schlusssirene. 19:15, die Führung für die deutsche Mannschaft. Vor allem wichtig in der Abwehr. Zweite Halbzeit beginnt, 19:15 Führung für die DRB-Herren. Und Johannes hat Köster Goller, ja, so das Prunkstück in der Abwehr. Und spät mit seiner ersten Parade. Aber vorher. Sicher verwandelt von dem. Tut sich einiges in Polen, sind ja auch dieses Jahr überraschend Meister geworden. Das hat Potenzial freigesetzt. Das könnte das neue Finanzproblem geben sollte. Und jetzt die Franzosen mit ihrem 17. Treffer auf den Halbaußenpositionen im Rückraum Oschins. Köster gut freigesperrt. Super. Wunderbar. Tolles Tor. Den Moment fertig überhastet Würfe nehmen, sondern wenn die Lücke sich auftut, dann durchgehen. Luka Witzke. Hier hat er schon wieder den Ball. Artistisch gelöst von ihm. Toller Pass und das Super. Tor. Von dem funktioniert, ist das schon richtig stark in der deutschen Abwehr. Karabatic mit einem schönen Pass an den Kreis. Dicker. Gewinnt das 7-Meter-Duell gegen David. Unterschiedliches Alter. Und wenn man sich dann gut versteht. Wow! Was ein Auge von Uschins. Also das sind Treffer der Güteklasse A. Das war der zweite Top-Pass von Uschins. Davor auf Goller hier. Uschins, der Kapitän der U20-Weltmeister im vergangenen Jahr. Hat dann bei der Olympia-Qualifikation auch überzeugt. Köster. Uschins. Oh. Den fängt der Höchststrafe für jeden Schützen. Schnell reagiert. Gezeigt hat. Girard in der ersten Halbzeit auch gut. Und jetzt Debonet. Der hat die. Und es war für mich auch ein Tick weit überraschend, dass Jürgen Gilles sich so klar für andere entschieden hat. Nehmen wir mal mit. Fuß von Uschins hätte eigentlich Ballbesitz für die Franzosen sein können müssen. Witzke! Sehr schön! Da irgendwo sitzen in den Ringen seine Familie, seine Freunde, hier um die Ecke aufgewachsen. Passt es praktisch ein Heimspiel für ihn. Marco Grgic und der ist drin! Hallo! Mit viel Wucht und ein bisschen Glück, da zeigt er seine Muskeln, die hat er spielen lassen. Der Tore in der Bundesliga-Saison für Eisenach gemacht, das kann nicht nur Glück sein. Nein, das. Wenn man dem Bundestrainer glaubt, einer, der ganz, ganz weit kommen kann, wenn er bei sich selbst bleibt und weiter so mutig agiert. Und Reaktion. Debonet, der Sieger. Macht ein gutes Spiel zu Beginn. Um mal von oben anzufangen. Die absoluten Top-Favoriten auf den Titel, ohne jemanden kleinreden zu wollen, sind in der anderen Gruppe. Mit Frankreich und Dänemark. Aber die Gruppe mit Schweden, mit Kroatien, das ist. Drei oder vier wird zu schwer. Sehr, sehr schwer. Es ist Schiens. Nächste Parade von. Entschieden ranzukommen. Mahé zieht da die Fäde, toller Pass unter Bedrängnis nach außen, aber Spät. Noch besser die Parade von David Spät.
aber im Idealfall mit einer guten Platzierung in der Gruppe, weil sonst musst du direkt einen der Favoriten schlagen. Gut mitgehalten. Und dann gab es immer so Phasen von 5 bis 10 Minuten, die am Ende das Ergebnis gekostet haben. Und jetzt wäre es doch super, wenn wir dagegen halten können und das Spiel hier ausgeglichen zu Ende bringen. Mahé drüber. Witzke. Semper. Nimmt er den Wurf? Er nimmt den. Seine große Stärke. Ja, das, was Olli Rogisch auch in der Halbzeit gesagt hat, dieses proaktive Abwehrspiel, das muss ein bisschen besser werden. Und das ist, jawohl, Ballgewinn, noch ein Schlüssel für uns, wo wir definitiv eine Schippe drauflegen können. Technische Fehler zu machen, klasse durchgesetzt. Julian Köst natürlich in der Abwehr, hat mit zahlreichen Blocksituationen, aber jetzt auch mal im Angriff. Jawohl! David Späth. Und dem brennen jetzt die Hände, weil das ist eine Rakete, wenn Prondi wirft. Mit Grigic auf der Mitte, was dann Eisenach manchmal auch macht. Tolles Anspiel auf Johannes. Da muss man sich mal überlegen, der Grigic spielt seine erste Saison in der Bundesliga mit Eisenach. Hat sich gehalten und nimmt den Wurf. Aber hier nicht minder schlecht. Da war der Richardson eigentlich schon durch, ja. Spielt ihn trotzdem noch raus. Ah, nee, ich habe ja eben nur an Pfosten geworfen, dann spiele ich. 2008 die Frauen und die Männer bei Olympia dabei sind. Jetzt mit Pech, Semper. Frauen haben hier vorgespielt, leider verloren gegen Brasilien. Vorgespielt, leider verloren gegen Brasilien, aber nur ein Testspiel. Prondi! Aber diesmal an Späth vorbei. Entschuldigt sich dann gleich. Fairness im Handball, knapp am Kopf vorbei. Füttern. Boah! Oh. Aber der Pass, Achtung, auch klasse, nicht? Aber den unter Bedrängnis oben links im Winkel. Hammer. Aber als ob der Grigic schon die ganze Zeit bei dem Team wäre, ja? Der war das erste Mal in Kopenhagen beim Lehrgang, der dachte, jetzt kommt ein neuer Ballholer, aber nee, der hat sofort überzeugt. Aber natürlich auch seine Einsatzzeiten hier zumindest heute bekommt ihn sicherlich auch in Stuttgart. Etwas Familie verschrieben hat, sehr offen auch wohl kommuniziert hat, wie ich das gehört habe. Aber das ist natürlich dann auch Justus Fischer ein bisschen auf die Füße gefallen. Das ist ein eingespielter Block aus Hannover. Tolle Parade von David Späth hier. Der ist richtig drin im Spiel. Und da sind wir wieder bei diesem Puzzleteil. Michalczyk Fischer ist ein eingespielter Mittelblock. Definitiv. Jetzt Hornke. Ist er wieder nervenstark gegen Debonet? So ist es. Und dann Maria Michalczyk. Abschlüsse sucht, aber der Michalczyk, derjenige, der die Halben in Position bringt. Nicht? Und in Position, auf Position. Semper, Witzke. Geh, Junge, jawohl! Der hat sich heute was vorgenommen, der Luca Witzke. Der wollte uns beweisen, aussehen kann, muss das vorne im Endlook sehr gut funktionieren. Uiuiuiuiuiui. Der eigentlich auch mal eine große Wurfkraft hat. Und hier sehen wir nochmal diesen Strahl. Was für eine Fackel. Als dieses taktische Experiment hier mal auf Herz und Nieren zu prüfen. Ah, schade. Gut eigentlich rausgespielt. Ja, gut perfekt gespielt. Situation rausgespielt. Mit den spielstarken Halblinken auf dem Feld. Köster. Rauszuarbeiten. Würfe zu bekommen, die auch wirklich erfolgreich sein können. Oha, der ist jetzt auch zweiter Treffer in Folge von ihm. Wow. Die Antwort kommt von Kohlbacher. Da kämpfen. Die unterschiedlichen. Prondi im Duell mit Späth. Ja, der hat noch nicht so viel gespielt. Der hat überhaupt die Verlängerung gegen Schweden gesichert und damit auch den Weg zum Titel geebnet. Prondi. Tolles Anspiel! Und auch Fischer hat sein Erfolgserlebnis. Jetzt schnell zurück ins Tor. David Späth hat gut geklappt. Tut schon weh, verletzt zuschauen zu müssen, die Kamen. Prondi, er will es wissen. Und vielleicht ist es noch 3-Tore-Führung. Ziehen Sie es jetzt durch. Die deutschen Handballherren mit solchen Würfen, ja! Sehr schön.
diesen Tag wird er so schnell. Schön auch, dass beim Deutsch jetzt gegen Späth. Und der Pfosten ist ein Freund der deutschen Handballern gegen eine Top-Mannschaft wie Frankreich. Debonet und ich sage doch, dachte doch, der Pfosten ist ein Freund der deutschen Nationalmannschaft an diesem frühen. Dass es vielleicht klappt, so wie es jetzt aussieht, mit der ersten Erfolgsgeschichte der deutschen Handballer seit dem Januar 2022. Im Angriffsspiel. Und einer starken Abwehr mit guten Torhütern verdient. Auch das 7 gegen 6. Jetzt wieder geschwächte französische Mannschaft. Und trotzdem, sie sind immer noch bärenstark. Julian Köster aus dem Rückraum mit dem 5. Und das ist die Schlusssirene. Beide Spiele erst gegen Ungarn und dann.